Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Asus auf dem Mobile World Congress in Barcelona und wir haben hier das Asus MemoPad Smart ME301T. Das ist schon in Deutschland seit kurzem erhältlich, kostet 299 Euro und ähnelt letztendlich sehr dem Asus Transformer Pad TF300T, das wir auch schon vor, ich glaube, 8 Monaten etwa sehr ausführlich getestet haben. Das hier ist jetzt das MemoPad Smart, ist ein 10 Zoll Tablet, Auflösung 1280x800 Pixel. Hier drin steckt der Nvidia Tegra 3-Chip mit 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Flashspeicher. Hier oben haben wir eine 1,2 Megapixel Kamera. Wenn wir dann hier zur Seite gehen, haben wir einen Micro-USB-Anschluss und ich meine daneben so einen Micro-HDMI-Ausgang. Hier dann ein Micro-SD-Kartenslot. Weiter nichts hier an der Seite. Dann kommen wir zum Headset ein bzw. Ausgang und so eine Lautstärke-Wippe. Hier oben gibt es dann nichts weiter außer ein Power-Button. Hinten haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, leider ohne LED-Blitz und hier an den Seiten nochmal 2 Stereo-Lautsprecher. Die Rückseite hier ist alles komplett aus Plastik und ich weiß nicht, ob ihr es im Video sehen könnt, aber wenn man es so im Licht ein bisschen bewegt, dann sieht man sehr deutliche darauf Fingerabdrücke. Beim schwarzen Modell dürfte es dann noch viel eindeutiger sein, sieht also nicht schön aus, die Rückseite dann. Fühlt sich auch nicht ganz so hochwertig an. Und was mich ein bisschen wundert ist, dass man dieses Tablet hier für 299 Euro bekommt und zum gleichen Preis kann man auch schon das Asus Transformer Pad TF300TG beziehungsweise T, nicht TG, sondern das T holen und die Hardware ist identisch, allerdings gefällt mir die Verarbeitung hier ein bisschen besser, vor allem auf der Rückseite. Ist zwar auch Plastik, aber die ist so kreislich geriffelt, das kennen wir von Asus ja und dadurch sieht man hier keine Fingerabdrücke hinten drauf und es fühlt sich ein bisschen hochwertiger an, nicht so nach richtig billigem Plastik. Von daher beim gleichen Preis, bei der gleichen Hardware und beides ist Jelly Bean, ich glaube ich würde noch immer eher zum Transformer Pad TF300 T greifen, anstatt zum Smart, zum MemoPad Smart, weil das sich einfach nicht ganz so hochwertig anfühlt. Das ist jetzt natürlich 8 Monate alt, aber mit gleicher Preis, gleicher Hardware ist es sowieso egal. Gut, also Asus MemoPad Smart finde ich ein bisschen überflüssig, denn Asus hatte schon so ein Tablet, aber gut, vielleicht wollen sie einfach nur ein neues Gerät rausbringen. Ich bin Andrzej für tabletblog.de, das war ein kurzer Kurztest vom Asus MemoPad Smart. Vielen Dank fürs Zusehen.